Ich bin jetzt so konzentriert, mich nicht zu sehr zu bewegen, weil mir gesagt worden ist, ich darf nicht so zappeln wie immer. Aber es geht um Bewegung. Also Sie sehen darauf, wir sind ein gesamtes Team. Vom Team sind sozusagen mein Stellvertreter, der Herr Oberst Kailan und die Frau Dr. Czenik, die eine Studie mit einigen von Ihnen, eine Querschnittstudie, den ersten Schritt zu einer Bewegungsintervention jetzt einmal durchgeführt hat. Wir führen das insgesamt durch. Diese Woche wurde das Bewegungsprogramm auf den Ergebnissen dieser Studie basierend geplant mit einem Sportwissenschaftler und einer Physiotherapeutin gemeinsam. Und ich möchte Ihnen ein bisschen was insgesamt über den Wert der onkologischen Rehabilitation da dem Teil der Bewegung aus dem Bereich der physikalischen Medizin erzählen. Und ich zappel schon wieder zu viel. Vorneweg darf ich Sie einladen auch zum 29. November, wo es eben in erster Linie wieder bei Disability and Rehabilitation um onkologische Rehabilitation und Trainingstherapie gehen wird. Da wird auch der Professor Baumann, der Freiherr Baumann aus Deutschland dabei sein und Kollegen aus Deutschland und aus Österreich. Wir schreiben nicht nur Bücher dazu, auf das onkologische Rehabilitationsbuch freue ich mich seit 2 Jahren schon ganz besonders. Jetzt wird es Ende des Jahres erscheinen, wir machen auch entsprechende Publikationen und letzten Endes geht es alles in Richtung Rehabilitation. Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen schon auf einer onkologischen Rehabilitation waren, manche vielleicht planen, dorthin zu gehen. Und die onkologische Rehabilitation soll Ihnen, wenn Sie einen entsprechenden Rehabilitationsbedarf haben, das heißt zum Beispiel, wenn Sie an Bewegung denken, Sie sind schwach, Sie sind am Tag sehr müde, Sie haben weniger Kraft, Sie haben weniger Ausdauer, Sie sind vielleicht ein bisschen ungeschickter, drohen zu stürzen und so weiter, da können Sie dagegen unter anderem arbeiten bei der onkologischen Rehabilitation. Das kann einen Reha-Bedarf darstellen, genauso wie ein mentales Tief, genauso wie Ernährungsstörungen, Polyneuropathien und. Sie müssen eine günstige Reha-Prognose haben, das heißt mit den Mitteln, die im Leistungsprofil der onkologischen Rehabilitation niedergeschrieben sind, muss Ihnen geholfen werden können und Sie müssen eine bestimmte Reha-Fähigkeit, nämlich das in Anführungszeichen Ertragen der Rehabilitation, Sie müssen entsprechend 2-3 Stunden täglich mitmachen können. Dann wird Ihnen die Rehabilitation gewährt. Die Bausteine sind die Information, die Psychoonkologie, wo Sie dann sicher einen ganz tollen Vortrag hören werden, die Ernährungstherapie und die physikalische Medizin mit in erster Linie Aktivität und Training. Viele Maßnahmen aus der physikalischen Medizin geben Ihnen zunächst Beweglichkeit. Viele haben Schmerzen. Wenn Sie Schmerzen haben, bewegen Sie sich nicht gerne und auch nicht gut. Die Schmerzreduktion durch physikalische Maßnahmen, in weiterer Folge die gegebene Beweglichkeit, dann die regelmäßige Bewegung und wenn Sie das systematisch machen, dann nennt man das Training. Das müssen Sie dann ganzjährig und überlebenslang machen und dann haben Sie einen sehr großen Benefit, einen sehr großen Nutzen davon. Wir sind da schon sehr lange mittlerweile, man merkt es an den Kindern und wenn man seine alten Sachen durchsieht, seit 21 Jahren dabei. Wir haben wirklich Erfahrung mit allem. Mit Training und der Chemotherapie, wie gesagt, seit 20, 21 Jahren, mit Training bei Knochenmetastasen, bei Lysen, aber auch bei Hirnmetastasen und, bei schwierigsten kardiovaskulären Geschichten. Aber wir haben im Allgemeinen Krankenhaus an der MedUni Wien auch den Luxus eines Zentralspitals. Da ist nicht immer nur der Physikalist, da ist jederzeit ein Notfallsteam da, falls etwas geschieht. Das ist auch ganz wichtig für Sie, dass man, wenn man trainiert, wenn man gezielte, trainingswirksame Bewegung macht, dass man in den motorischen Grundeigenschaften ausdauernd Kraft besser wird, da braucht man dann auch das entsprechende Setting. Wenn ich das alleine mache, kann ich nicht so viel machen wie im AKH zum Beispiel. Genauso ist es im Reha-Zentrum, da ist es etwas runtergestuft wie in einem Zentralkrankenhaus. Wir konnten mit dem Luxus eines Zentralkrankenhauses im Hintergrund einiges auch weltweit etablieren. Wir haben auch die Elektrostimulationstherapie erstmals für onkologische Patienten mit Metastasierung durchgeführt und wir haben ein Tumorboard für onkologische Rehabilitation, weil wir heute noch nach 10 Jahren schwierige Patientinnen und Patienten dort extra planen. Also nicht die in Anführungszeichen von der Stange,
denen eine Rehabilitation ganz einfach rezeptiert und dann gewährt wird, sondern die, die schwierigere Situationen haben, die meistens Herz-Kreislauf-Situationen sind, spezielle Situationen am Stütz- und Bewegungsapparat oder auch metabolische Entgleisungen. Das ist interdisziplinär und multiprofessionell, das heißt verschiedene ärztliche Fachrichtungen, aber natürlich auch verschiedene Berufsgruppen, von der Physiotherapie bis zur Psychologie, bis zur Sportwissenschaft, letztlich auch bis zur Diätologie. Wir haben eine virtuelle Plattform zum Nebenwirkungsmanagement, wo wir auch andere Dinge an anderen Kliniken sozusagen anfragen können und wo sie direkt landen. Was ist jetzt zum Beispiel eine Trainingstherapie? Eine Trainingstherapie ist daher eine physikalische Therapie, da es sich um mechanische Reize handelt, Trainingsreize, Krafttrainingsreize oder Ausdauertrainingsreize oder um Übungsreize. Wenn Sie Ihre Geschicklichkeit, Ihre Koordination, Sensomotorik verbessern, wenn Sie Ihre Beweglichkeit, Ihre Flexibilität verbessern. Diese Reize werden seriell und zu Heilzwecken eingesetzt. Das heißt, Sie müssen das regelmäßig machen, beim Training der motorischen Grundeigenschaften, Ausdauer und oder Kraft, jeweils zumindest zweimal pro Woche. Und Sie müssen das ganzjährig machen. Sie kennen ja sicher auch den Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, nur nicht die richtige Ausrüstung oder nicht die passende Kleidung. Es gibt auch die Möglichkeit, die Dinge indoor zu machen. Ganz wichtig ist hier diese individuelle Reizempfänglichkeit, die, wenn Sie eine Erkrankung haben, eine andere sein kann. Aber zumeist wird das sozusagen durch Begleiterkrankungen, kardiovaskuläre Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Geschichten erschwert, dass man gezielt trainiert. Deswegen ist für das Training obligat eine ärztliche Rezeptur. Das Training muss wie ein Medikament rezeptiert werden. Es muss wirksam sein. Sie müssen trainingswirksam trainieren. Aber Sie müssen gleichzeitig sozusagen so trainieren, trainingswirksam, dass es Sie nicht gefährdet. Herz-Kreislauf-mäßig, aber auch in anderen Bereichen, zum Beispiel am Stützbewegungsapparat. Es gibt Kontraindikationen und Überempfindlichkeiten. Individuell wird es rezeptiert. Es geht um Schmerzfreiheit, damit Beweglichkeit, Bewegung, wenn es regelmäßig systematisch durchgeführt ist, Training. Ihr aktives Mittun, heute spricht man von Adherence, ist wichtig. Und da ist man schon. Es gibt in der physikalischen Medizin sehr viele tradierte, überlieferte Ängste. Aber insgesamt, wenn es sich dann auch noch um onkologische Patientinnen und Patienten heißt, sehr viele dieser Ängste sind in den Büchern, aber nicht in den wissenschaftlichen Schriften. Das wird in den letzten 20, 25 Jahren entsprechend aufgewirbelt, durcheinandergewirbelt und neu aufgesetzt. Die meisten dieser tradierten Ängste sind unbegründet. Es gibt keine Grundlage. Es ist sehr viel nicht einmal Empirie, sondern man hat es halt gesagt, es könnte was passieren und dann wird es darauf zurückgeführt. Mittlerweile weiß man, dass praktisch jeder onkologische Patient, jede onkologische Patientin, wenn sonst medizinisch nichts dagegen spricht, von Trainingstherapie, wenn sie individuell indiziert wird und verordnet wird, profitieren kann. Bevor Sie zu trainieren beginnen, habe ich Ihnen gesagt, müssen Sie schmerzfrei sein. Wenn Sie einen Fersensporn haben, werden Sie nicht gerne laufen gehen oder walken. Walken ist das bevorzugte Tool im Training, Ausdauertraining von Patientinnen und Patienten mit onkologischen Erkrankungen. Das gehört behandelt, wie hier zum Beispiel mit einer Stoßwelle. Das geht zeiteffizient, da kommen Sie viermal ungefähr, vier bis sechs Mal und das ist dann, wie man so schön sagt, gut. Dann können Sie laufen gehen, aber vorne steht die Schmerzfreiheit, dann die Beweglichkeit, dann die Bewegung und dann die gezielte Bewegung im Sinne eines systematisierten Trainings. Polyneuropathie, da gibt es jetzt dann eine Studie in unserer Klinik zum Thema Polyneuropathie mit der Stoßwelle. Wir erhoffen uns hier, und das ist eine sogenannte Expertenindikation im Bereich der internationalen Stoßwellengesellschaft, dass über die Mechanotransduktion nicht nur eine Schmerzreduktion, die können Sie ganz anders auch erfahren, die Schmerzreduktion zum Beispiel mit Kohlensäurebädern, zum Beispiel mit einem niederfrequenten TENS, Low Frequency TENS oder mit einer Hochtontherapie oder natürlich mit Medikamenten, Sie wissen, Antidepressiva und Antikonvulsiva, die
werden nicht gerne genommen, weil die einen dick machen und die anderen einen eindunken, dann kann man Auto fahren auch nicht mehr. Deswegen wird gerne auf physikalische Therapien zurückgegriffen. Schmerzreduktion gibt es mehr, aber wir hoffen auf eine Neuroregeneration und eine Neubildung von Gefäßen in diesem Bereich, die vielleicht das Fortschreiten reduziert. Aber da wird es eine Studie geben, derzeit noch ein sogenannter Off-Label-Use, da werden wir Sie danach auch einladen. Die Umsetzung der Bewegungsempfehlungen, die heuer in Österreich eine Revision erfahren, aber es wird sich nicht sehr viel ändern, ist das Um und Auf für onkologische Patientinnen und Patienten, aber auch für jeden von uns. Würde das jeder, der sich jetzt nicht aktiv bewegt, umsetzen, dann hätten Männer eine weniger hohe Wahrscheinlichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken und zu versterben von 25%, also ein Viertel, und Frauen immerhin von 35%. Da spreche ich noch gar nicht von den weiteren Benefits, wie Lebensqualitätsverbesserung, wie eine Verbesserung des Nachtschlafs, eine Reduktion der Tagesmüdigkeit, eine Verbesserung der Libido, also der Lustfähigkeit und. Und eine Reduktion von Angst- und Stresssymptomen. Aber es gibt auch onkologische Erkrankungen, die einen Nutzen für ihr krebsspezifisches Überleben daraus ziehen können. Wir wissen mittlerweile, dass der höchste Nutzen aus den Bewegungsempfehlungen nicht die entsprechend publizierten sind, sondern auch für onkologische Patientinnen das 2- bis 3-fache ideal wäre und dass der Schaden, der daraus resultieren könnte, bei 2- bis 3-mal nicht vorhanden ist. Es muss, wie gesagt, ärztlich indiziert sein. Das Thema ist Beweglichkeit. Hier sehen Sie die Beweglichkeit des Schultergürtels. Ausdauer, Sensomotorik-Koordination, das ist der andere Teil der Polyneuropathie, wenn man die Schmerzen nicht hat, das sind nämlich andere Fasern. Sie müssen geschickt sein, um nicht zu stürzen, keine Sturzangst zu haben, weil Sturzangst führt wiederum zu mehr Stürzen. Und Kraft natürlich. Kraft ist das Thema. Letztlich insbesondere auch durch eine Veränderung der Stoffwechselsituation und des Themas chronische Inflammation, das Sie bei chronischen Erkrankungen haben. Outdoor und in Gruppen, manchmal noch mit einer Schulung und es soll nach oben gehen. Sturzprophylaxe ist ein großes Thema. Ich bringe das immer, das ist nicht nur ein Thema in der Geriatrie, wo es ein ganz großes Thema ist. Geriatrie betrifft nicht nur die Alten, sondern das beginnt ab über 65. Das betrifft uns alle bald und manche schon. Das ist was Wesentliches. Die Sturzprophylaxe, Stürze und Sturzkomplikationen sind, die Sturzkomplikationen sind letzten Endes der häufigste Grund, in ein Pflegeheim aufgenommen zu werden und einer der häufigsten Gründe für den Tod älterer Menschen. Sie werden akut immobilisiert, kriegen eine Thrombose, eine Lungenembolie und aus ist. Oder eine Lungenentzündung, weil sie im Bett liegen müssen. Das heißt, auch präventiv zu wirken, um in Bewegung bleiben zu können, ist ganz, ganz wesentlich, damit man nicht immobilisiert wird. Biofeedback kennen Sie, leider viel zu wenig angeboten, aber beim Biofeedback können Sie praktisch in Echtzeit nicht wahrnehmbare Körperfunktionen, die unbewusst ablaufen. Unsere Atmung, unser Herzschlag, unsere Temperaturregulation, unsere Schweißregulation, aber auch die An- und Entspannung von Muskeln, das Miteinander zusammenarbeiten von Muskeln bei Bewegungen, können Sie in Echtzeit wahrnehmbar, wie diese junge Frau, gemacht bekommen, sodass Sie diese sonst häufig unbewusst oder, wenn es bewusst sind, falsch ablaufenden Bewegungsabläufe aktiv verändern zu können im Sinne eines Therapieziels. Unser erster Tumorportpatient 2010, das ist jetzt fast 10 oder es ist 10 Jahre her, war ein multipler Myelompatient, der mit Biofeedback sich ein Muskelkorsett aufgebaut hat. Der wurde instruiert, so wie diese Frau jetzt, das musst du machen, dass du die nötigen Muskeln bekommst, damit du deine Wirbelsäule stützt. Und das darfst du ja nicht machen, damit du keine Fraktur bekommst. Das muss man natürlich nicht umgehängt mit einem Laptop die ganze Zeit machen, sondern das lernt das Gehirn. Da greift was, das nennt sich Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Und dann kann man es und dann kann man es auch umsetzen. Und Sie wissen, Training braucht Zeit. Das müssen Sie dann, da wird man so quasi nachgeschult, regelmäßig, einmal in der Woche oder was. Dann erlernt man neue Sachen und so weiter. Also ist ein tolles Tool.
Die Konzeptbeispiele sind natürlich multimodal, das kennen Sie. Die akuten Empfehlungen, da haben wir etwas aus Australien genommen und die sind sehr pragmatisch. Und das ist ein Ansatz, den ich sehr schätze. Sie decken sich weitgehend mit jenen Empfehlungen, die wir selber schon im Jahr 2000 formuliert haben. Also klar ist, am Beginn ist einmal eine Patientenuntersuchung hinsichtlich nicht nur der Leistungsdiagnostik, sondern vor allem hinsichtlich letzten Endes der medizinischen Begleitsituation. Was muss der für Medikamente nehmen? Was haben die für Nebenwirkungen? Was hat der für oder die für Begleiterkrankungen? Und, und. Also ganz, ganz, ganz Wesentliches. Es wird dann ein entsprechendes Therapieziel gesetzt. Verbesserung von Ausdauer, Kraft oder von beiden. Verbesserung der Beweglichkeit, Verbesserung der Koordination. Die Leistungsdiagnostik, damit man individuell rezeptiert, dann trainingswirksam trainieren kann. Und letzten Endes wird es vorgeschrieben. Man entscheidet sich, wenn ich bei Ausdauer jetzt daran denke, zum Beispiel für eine Bewegungsform, der eine geht laufen, der andere geht walken, der andere geht schwimmen, der nächste geht Radl fahren, der nächste macht das Indoor-Outdoor und so weiter. Und die Intensität, die Frequenz und die Dauer letzten Endes, die Intensität errechnet sich in dem Fall aus einem Trainingspuls, der nach einer speziellen Formel berechnet wird, wenn Sie nach der Dauermethode trainieren. Und die Frequenz und die Dauer geben letztlich die wöchentliche Nettotrainingsbelastung. Homolog haben Sie es auch beim Krafttraining, die eben der Leistung sozusagen entsprechend entspricht. Was ganz wichtig ist, ist, dass das zyklisch gesteigert werden muss, wenn Sie gesund bleiben und regelmäßig trainieren. Wenn Sie eine Phase der Immobilität haben, nicht trainieren können, wird Ihre Leistung schneller zurückgehen, als sie sozusagen sie aufbauen können in der Zeiteinheit. Das heißt, dann muss das Therapieziel, wo haben wir das jetzt, nach unten revidiert werden. Dann muss das auch adaptiert werden. Ja. Ganz wichtig ist eine Verhaltensänderung. Da sind wir auch sehr nah bei der Ernährungstherapie letztlich und bei der Diätologie. Und dass sie entsprechend im Bedarfsfall monetiert werden. Also wir haben eine Wochenplanung, eigentlich plant man für 4 bis 6 Wochen. Wir würden eine Leistungsdiagnostik nach meistens 10 bis 12 Wochen machen. Moderates bis hochintensives Training, da haben Sie deutlich intensivere Intervalle mit kurzen Pausen, kurze Intervalle mit kurzen Pausen. Es kann auch sein, dass Sie, bevor Sie ein moderates Training in der Dauermethode machen, ein Intervalltraining machen mit einer, wenn man so will, moderaten Belastung, weil Sie einfach zu schwach sind. Ja, und das haben Sie noch einmal, das habe ich eh schon gesagt, durch die Zielsetzung bestimmt. Art des Training, Kraft, Ausdauer, dann die Bewegungsform, Intensität, Häufigkeit, Dauer und natürlich Progression, zyklische Adaption und Periodisierung. Jetzt sind ganz wichtige Erwägungen, und über die gehe ich schnell hinweg, zu beachten. Das können hämatologische natürlich sein, eine Anämie, zu wenig roter Blutfarbstoff, aber auch muskuloskeletal. Nicht nur eine Sarkopenie, aber auch ein Verlust sozusagen von Knochenmasse, eine starke Osteoporose im Alter, aber natürlich auch Lysen, primäre, sekundäre Knochentumore oder einfach der Schmerz. Dann haben, jetzt bin ich draußen, systemisch das Erschöpfungssyndrom, Fieber. Bei Fieber geht mir bitte keiner von Ihnen trainieren. Infektionen. Kardiovaskulär, Atemnot, frische Atemnot, zunehmende Schmerzen, kardiovaskuläre Toxizität der für Sie notwendigen Medikamente, die Ihnen das Überleben letztlich schaffen, oder ein Lymphödem, gleichzeitig Erbrechen. Wenn Sie Erbrechen haben, verlieren Sie Elektrolyte, verlieren Sie Wasser, verlieren Sie Nährstoffe, das muss der dem in Anführungszeichen Trainer oder dem supervidierenden Arzt bekannt sein. Da kann man nicht einfach in ein Fitnessstudio gehen und dann kommt irgendein angelernter Trainer, der das halt über das AMS vielleicht einen Kurs gelernt hat und das sehr motiviert macht und ist dann Ihr Guru und sagt, wissen Sie, lassen Sie die Schulmedizin, ich baue sie auf, es gibt so tolle Publikationen in der Schulmedizin, dass das was nützen kann, aber das machen wir allein. Würde ich wahrscheinlich darauf reinfallen, weil ich Angst vor Ärztinnen und Ärzten habe und mich gerne davon wegbewegen würde, aber machen Sie das nicht. Das ist gefährlich. In dem Fall würde ich es auch nicht machen. Aber ganz wichtig, neurologisch, die Polyneuropathie hier, Schwindel, also Vertigo
Und natürlich Kognition. Wenn Sie kognitiv nicht in der Lage sind, intellektuell das Training umzusetzen, wird es insgesamt schwierig. Dann brauchen Sie jemanden, es gibt auch Trainingsprogramme mittlerweile für demente Patienten, der Sie hierbei unterstützt, dass Sie das richtig und regelmäßig machen. Aber auch andere Dinge. Adipositas. Ein schlecht eingestellter Diabetes, eine gravierende Osteoporose, Depressionen, wenn Sie eine schwere Depression mit Motivationslosigkeit haben, ja, oder wenn Sie eine Angststörung haben, werden Sie vorher nicht trainieren gehen, das gehört vorher behandelt. Und natürlich kardiovaskuläre Erkrankungen. Und dann gibt es noch weitere Dinge, die halt auch beim Training berücksichtigt werden müssen. Entsprechende Katheter, nicht nur sozusagen ins Blutgefäßsystem, sondern auch Harnkatheter. Wir haben schon im Jahr 2000 jemanden auf 140% Leistungsfähigkeit aktiv trainiert, ohne spezielle Hilfsmittel, außer mit einem Kondomurinal geht alles, Laufen, Radlfahren und so weiter. Ein Stoma, eine Glatze, ganz wichtig, die Zeitplanung. Sie müssen priorisieren. Sie müssen in Ihrem Tagesablauf Platz für Ihre Trainingseinheit haben. Da gibt es dann nicht die Enkelkinder oder die Kinder, für die man einspringt, wenn die Kinder zum Abholen sind aus dem Kindergarten, was auch immer. Meine Kinder holt meine Frau ab, deswegen tue ich immer relativ leicht ab. Aber es ist halt so, man muss da einen gesunden Egoismus an den Tag legen, dass sie da für sich selber Platz schaffen. Oder sie streichen, und das ist wahrscheinlich noch besser, 2 Stunden vorm Fernseher. Dann geht sie ja Training aus und auch das Duschen danach. Tue ich mir schwer. Aber ich bilde mich da immer weiter. Ganz wichtig sind Hautirritationen und auch die Frage, wie man mit manchen Lebenssituationen umgeht. Jetzt haben wir das Glück gehabt, dass Sie mitgemacht haben bei so einer Querschnittsuntersuchung einmal. Und das hat diese Ergebnisse. Haben 40 Patientinnen und Patienten mitgemacht. Sie ist bereits zur Publikation eingereicht und auf dieser Ergebnissen soll Ihre Teilnahme an der folgenden jetzt Interventionsstudie sozusagen kommen. Ich zeige es Ihnen und das ist etwas, die Ergebnisse, auf die gehe ich dann gleich ein, noch einmal in Folien. Und Sie brauchen sich nur diese Tortendiagramme anschauen. Wenn Sie 26 und 34 das selbst eingeschätzte Aktivitätsniveau, nur 26% der Mitmacher haben Sie Ihr Aktivitätsniveau als niedrig beschrieben. Also der Rest, die 74%, hatten ein moderates, hohes Aktivitätsniveau laut Selbsteinschätzung und das ist positiv. Ja, ich hoffe, es können natürlich sozial erwünschte Antworten sein, das glaube ich aber nicht. Dieser IPAC hat sozusagen ein Lügenkriterium drinnen und deswegen, schauen Sie mal, 5 Patienten wurden ausgeschlossen. Das hat die Frau Dr. Czerny gemacht, die ist da ein bisschen strenger als ich. Aber die Ergebnisse stimmen deswegen. Ganz wichtig, wir haben auch die Angst und die Depression bei diesen Patienten, das Symptom Traurigkeit und Angst erfasst. Und eigentlich waren das relativ wenige, die waren wahrscheinlich in Bad Erlach vorher bei der Rehabilitation und sind alle mental stabil oder großteils mental stabil zurückgekommen, was ganz wesentlich ist. Weil wer mental nicht stabil ist, der wird auch nicht trainieren, das hängt alles zusammen. Sie wissen auch, dass auch Ausdauertraining zum Beispiel, davon weiß man es publiziert, sogar endogen depressiven Menschen eine Verbesserung der mentalen Stimmungslage bringen kann. Also Angst, Depression, sehr gut eigentlich. Das Rote ist das Schlechte. Die Sturzangst war aber ganz ausgeprägt. 50% hatten Angst zu stürzen und das ist klar, weil das sind ja alles vernünftige Menschen, die wissen, ich habe eine Erkrankung, die Löcher im Knochen, im Skelettsystem machen und wenn ich stürze und vielleicht meine Polyneuropathie auch noch habe und da stürze ich sehr wahrscheinlicher, dann habe ich eine Fraktur und dann habe ich genau das, worüber wir vorher geredet haben, dann werde ich immobilisiert. Also immerhin 50%, das ist das Rote und das Gelbe, haben zumindest eine moderate Angst zu stürzen. Dann haben wir ein paar somatische Parameter erhoben bei diesen 40 Leuten eben und immerhin haben 85% von der Handkraft gleich viel erreicht wie die gleich alten, gleichgeschlechtlichen Menschen, was schön ist. Und auch beim 6-minütigen Gehtest, ein bisschen die Ausdauer zeigt, immerhin 70% haben diesen so alters- und geschlechtsentsprechenden Sollwert erreicht. Und ein Test auch zur Geschicklichkeit,
der Timed Up and Go Test, hat gezeigt, dass 75% gleich geschickt sind wie gleich alte Menschen und gleichgeschlechtliche. Und auch ein spezieller Tinetti-Test hat das immerhin gezeigt, 67 und 10, bis die 10 können Sie eigentlich dazu rechnen, sind ganz gut. Also wir müssen auch hier Ängste überwinden. Wir haben mehr Angst als letzten Endes, als Gesamtgruppe, als letzten Endes notwendig ist von dem, was sie körperlich und psychisch mitbringen. Also wir werden ein Ausdauer- und Krafttraining für Patientinnen und Patienten mit Multiple Myelom jetzt anbieten. Wir werden das auch studienmäßig begleiten. Wir werden natürlich für die Flexibilität und für die Koordination oder Geschicklichkeit, Balance auch was tun. Das muss ein Gesamtprogramm sein. Und wenn Sie jetzt hinschauen, die 25% von den 50, von den 100%, ist das nur ein Viertel, das tatsächlich starke Einschränkung und auch eine entsprechende Sturzgefahr mitbringen, obwohl 50% Angst haben. Die werden weiterhin in Einzel nach individueller Rezeptur und Diagnosestellung sozusagen hinsichtlich der Trainierbarkeit trainieren. Es werden in erster Linie auch kardiovaskuläre Nebenwirkungen oder nicht Nebenwirkungen, Erkrankungen neben der entsprechenden Frakturgefährdung mit einbezogen. Die Leistungsfähigen ohne richtige Sturzgefahr werden in Gruppen zusammengefasst. Also wir verabschieden uns davon, dass wir die immer im Einzel führen, sondern wir werden da sicher Gruppen machen, effektiv trainieren und die werden sportwissenschaftlich begleitet. Trotzdem werden wir es weiterhin in einem multiprofessionellen, interdisziplinären Setting machen, nicht immer im Tumorboard, die Gruppe sicher nicht. Und falls Sie Interesse an dieser Teilnahme haben, schicken Sie mir bitte ein E-Mail beziehungsweise hier an die Chefs der Gruppe. Das darf ich Ihnen noch mitgeben als Erinnerung, würde ich nicht sagen, sondern dass Sie sich melden können. Kostet nichts, Sie müssen sich nur rechtzeitig anmelden. Wir werden auch diesmal, wie gesagt, gute internationale Unterstützung haben. Dann danke ich schon für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus